zurück bei Durchgezockt, der Prüfung des Schwertes, hier auf meinem Kanal zu diesem wundervollen Spiel mit dem Namen The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, für die aufmerksamen Zuschauer unter euch stellt sich jetzt natürlich die Frage, der hat ganz andere Ausrüstung, der ist in einer ganz anderen Ebene und das ist voll geschnitten. Für die unter euch, denen das bereits jetzt schon aufgefallen ist, sei gesagt, ihr habt viel zu viel Aufmerksamkeit. Da würde ich mal schwer drüber nachdenken. Nein, aber ich habe ein bisschen weiter gespielt und dann ist hat meine Capture-Card ein bisschen rumgesponnen. Das heißt, mein Gameplay war nicht mehr so richtig verfügbar. Also bin ich gestorben und habe nochmal neu angefangen und bis zu dem Punkt gespielt, wo ich jetzt bin. Das ist also direkt die nächste Ebene nach der, bei der wir gerade waren. Und ich habe eigentlich nur mal eben kurz geschaut, was uns hier so erwartet. Und ich habe vor allen Dingen eine Sache bei diesem Durchgang gemacht, die habe ich vorher nicht gemacht, nämlich den Hard Mode aktiviert. Wie aktiviert man den Hard Mode so zwischendurch, fragt sich dann natürlich der ein oder andere zurecht. Und ich antworte damit, das ist, wenn man in dieser Zwischenebene ist, wo man wo man einfach mal so seine Ruhe hat, ich glaube Ebene 7 war das, und dann sammelt man alles ein, also die Fee zum Beispiel und auch die Pilze und die Fische und auch die drei Schatztruhen, die man da bekommt, und dann vergisst man völlig zu kochen. Ich bin einfach aus der Ebene raus und in dem Moment, wo ich A gedrückt habe, habe ich erst bemerkt, dass ich nicht gekocht habe. Ich habe also nichts dabei, um meine Statuswerte aufzupimpen, um das mal so einfach zu sagen, wie es geht. Das ist nicht positiv. Ich habe dafür jetzt viel Proviant, den ich natürlich immer noch kochen könnte mit einem Feuerchen, aber ich habe nicht mal Feuerholz. Das heißt, das geht auch nicht. Ich muss also mein Bestes probieren, hier weiterzuarbeiten. Ich will nicht zu viel labern, einfach nur damit ihr wisst, warum es jetzt ein bisschen anders aussieht, als es sollte. Was erwartet uns hier? Ich bin hier gestorben, das heißt, ich weiß so ungefähr, was uns hier erwartet. Hier sind zwei Moblin-Bogenschützen und hier auch Bockhoblins. Und hier sind einige Bockhoblins, die auf uns warten. Hier oben auch. Und da oben ist ein Moblin. Das heißt, was erwartet uns? Antwort: einiges. Aber wir werden jetzt erstmal versuchen, uns zumindest der zwei Bogenschützen zu entledigen, die da auf dem Plateau stehen. Das geht. Das habe ich beim letzten Mal auch geschafft. Das sieht zwar nicht so aus, als ob das funktionieren würde. Aber es geht. Und das ist natürlich auch ein absoluter Pro-Tipp. Ich weiß nicht, ob die Entwickler sich das auch so gedacht haben oder gedacht haben, okay, das wäre eine berechtigte Strategie. Aber ich denke mir, bei knapp über 100 Pfeilen, die wir natürlich jetzt nicht mehr haben, kann man das gerne mal ausprobieren. Denn so haben wir zwei Bogenschützen weniger, um die wir uns kümmern müssen. Denn die zwei anderen sind schon schwer genug mit ihren Feuerbögen. Die stören also schon mehr als notwendig. Wenn man jetzt natürlich einen Krogfächer hätte, den man durchaus vorher in den Ebenen hätte bekommen können, dann hätte man schon mal probieren können. Ah, schade. Das wäre jetzt ein absoluter Magic Shot gewesen. Okay, der ist im Wasser. Eine Sorge weniger. I got a 99 problems, but a moblin bitch ain't one. Hier kannst du nicht runterschießen, glaube ich, Kollege. Okay. Wir haben uns erfolgreich der Bockhoblins entledigt. Die Bögen werden wir später einsammeln, die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Kommt und staunet.
was er euch beschert hat. Hier muss man echt vorsichtig sein, weil die Bomben haben doch eine relativ krasse Reichweite. Und aber das Geile ist natürlich, dass keiner dieser Schweinenasen auch nur im Ansatz schwimmen kann. Weswegen das sehr smart ist, seinen Ausguck und seine Militärbasis auf dem Wasser zu errichten, wenn weder Bokoblins noch Moblins schwimmen können. Habt ihr dieses Problem eigentlich auch? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch dieses Problem habt mit Moblins und Bokoblins. Weil ich habe immer das Problem, ich will Bokoblins immer Moblins nennen, weil sich Moblin anhört wie Goblin und Bokoblins aussehen wie Goblins. Denke ich, Moblin passt immer besser als Bokoblin, aber Bokoblin sind die Kleinen, Moblin sind die Großen. Das kann schon mal verwirrend werden. Aber ich bin mir sicher, der Abschnitt in den Kommentaren wird seiner Verpflichtung nachkommen und mich bei jedem meiner Fehler eingehend und gefühlvoll korrigieren. Okay, also wir haben uns der ersten Bokoblins entledigt. Wieder mit Bomben, was hier sehr gut funktioniert, weil die Bomben so einen schönen Knockback haben. Also die Viecher auch von der Platte runterfeuern. Und wenn sie dann natürlich zusätzlich noch nicht schwimmen können, dann spielt uns das sehr in die Hände. So. Bogen. Also oben ist der Moblin und da dürfte aber auch noch ein Bokoblin auf der Plattform sein, glaube ich, oder? Oder? Leute, verarschen mich nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Bokoblin absolut gefährlich und ich möchte eigentlich einen direkten Nahkampf mit dem Ding vermeiden, um jeden Preis. Das heißt, wenn ich wirklich die Möglichkeit habe, ihn nicht zu bekämpfen, sondern vielleicht durch einen Trick auszuschalten, dann werde ich diesen Trick versuchen wahrzunehmen. Nix. Auf jeden Fall sollten wir dem schon mal sein Schild versuchen wegzunehmen. Das schmeißt er nämlich weg, wenn es Feuer gefangen hat. Ich könnte natürlich versuchen, ein bisschen Distanz zu suchen zu dem Ding. Aber das ist natürlich auch keine Dauerlösung irgendwie, ne? Ich würde gerne mal versuchen, auf die Plattform hier. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß, wie viel Schaden die Dinger machen können. Und ich weiß, dass ein Treffer von dem Teil diesen Run beenden könnte. Okay. Da ist eine Truhe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will diese Truhe. Vielleicht ist da ja die Magic-Waffe drin. Die Sache ist, ich weiß wohl, dass... Wo ist meine Axt? Okay, schon mal zusätzliche Feuerpfeile, das ist super. Ich weiß, dass diese Bokoblins auch runterfallen. Nicht bei Bomben, aber bei einer ordentlichen Trefferfolge von einer schweren Waffe, also von einer Zweihänderwaffe, da fallen die auch runter. Aber das ist einfacher gesagt als getan, den so zu treffen. Weil, wie gesagt, Nummer 1 hat er das Schild. Ich glaube, das hat er, so wie ich das gerade gesehen habe, auch wieder aufgehoben. Das ist weggeworfen und dann wieder aufgehoben. Das ist das schon mal schlecht. Und hinzu kommt, wir können uns ja auch nichts zu essen reinpacken. Das heißt, je mehr auf Distanz ich jetzt gehen kann, desto sicherer bin ich. Desto sicher sind wir im Prinzip alle, wenn wir dieses Spiel spielen, weil auf Distanz ist es immer einfacher. Aber das macht es trotzdem nicht einfacher. Ah! Okay, er kommt wieder. Ich höre den doch schon laufen. Ich höre da Tropfen, wa? Ich höre da Tropfen. Wo ist er? Nee, er ist doch noch nicht unterwegs.
Ich bin wieder im Wasser. Feuerpfeil ist ausgegangen. Die Feuerpfeilstrategie ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, zumindest um ihm sein Schild wegzunehmen, was uns unsere Möglichkeit auf Distanz praktisch auch wegnimmt zugleich. Ein Vorteil, den wir nicht verspielen dürfen. In diesem Fall. Ich weiß noch nicht, was uns danach erwartet, aber es kann nicht einfacher werden. Zum Glück regenerated der Typ nix. Also, um so einen Kram brauche ich mich schon mal nicht sorgen. Ha, der hat kein Schild mehr! Okay, jetzt möchte ich gerne mal ausprobieren, wie lange... Nicht wirklich lang, okay. Ist natürlich schade, weil das fette, ich glaube, Drachenknochenschild, was er bis gerade noch hatte, ist natürlich jetzt für uns auch verwirkt. Yes! Da kann ich schwimmen, die kleine Sau! So läuft's! So läuft's, Leute! Bam, baby! Baby, baby! He cannot swim! Und wir bekommen einen Knochenbockstock mit sagenhaften 24 Schaden. Wow! 24 Schaden ist für den Anfang eine ganze, ganze Menge. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und gucken, ob sich in diesem Level, was ja, also in dieser Ebene, die ja doch relativ groß ist, ob sich irgendwas Magnetisches darin versteckt. Und da ist irgendwas. Da hinten ist irgendwas Magnetisches, glaube ich. Im Wasser. Ich habe übrigens jetzt bei dem Run auch nochmal reingeschaut. Ich muss mich korrigieren. Waffen und Schilde und so ein Kram werden von dem Stasis-Modul nicht angezeigt. Das heißt, die braucht man auch nicht nutzen, um die zum Beispiel zu suchen. Aber... Kisten. Kisten werden vom Stasis-Modul angezeigt. Also sowohl Schatzkisten als auch Metallkisten. Die kann man also durchaus dadurch suchen und finden. So, jetzt nochmal wieder hier elegant hochzukommen. Weil es wäre sehr ungeil, wenn ich jetzt hier ertrinken würde. Ich weiß auch gar nicht, was Ertrinken mit sich bringt. Ob ich da nur, in Anführungszeichen, ein Herz verlieren würde oder gleich mein ganzes Leben. Ah, die Kiste ist da oben drauf. Ist da eine Kiste drauf und ich sehe die noch nicht? Komme ich da jetzt schon dran mit meinem... Was ist das? Verdammt, ich will es wissen. Ich bin zu neugierig, Leute. Ah, shit. Aber es war doch viel weiter unten, oder? Oder auch nicht. Dann habe ich es wohl... Habe ich mich da wohl umsonst angestrengt? Menno! Ihr hättet doch auch mal was sagen können! Mann, jetzt reißt euch mal zusammen, Leute! Das ist hier auch ein Stück weit ernst! Okay. Also, wir haben die Ebene geschafft. Wir haben immer noch nichts zu essen. Ich kann gar nicht erwarten, bis die nächste Pausenebene kommt. Oh Gott, was habe ich getan? Vergessen zu kochen. Oh shit. Aber immerhin habe ich jetzt eine Ausrede, wenn ich wirklich faile. Hey, ich konnte nicht kochen. Was war los? Sorry. Sorry, Leute. Ach, Käffchenzeit. Oh. Hinox. Hinox? Ebene 12, Schwertprüfung 1, Hinox. Finde ich ein bisschen lustig, weil ein Hinox ist gar nicht so schwer zu besiegen. Eigentlich. Also mit Stasis in Kombo dürfte der eigentlich kein Riesenproblem darstellen, zumindest. Riesen, kein Zyklopenproblem dürfte der darstellen. Ich meine, klar, wenn der uns trifft, dann ist es im Prinzip vorbei, aber wie gesagt, mit der Kombo, mit Stasis und so weiter, dürfte das gar nicht gigantisch problematisch werden. Ich versuche jetzt mal relativ ruhig zu sein. Man kann sich nämlich einem Hinox direkt zu Anfang schon nähern. Ohne dass er einen bemerkt. Und zwar so. Shit! Das war nicht smart.
Er ist auch verstanden. Okay. Okay. Ihr seht, das, was ich meine. Weil an den Füßen den anzugreifen. Oh shit, okay, der war nicht gut. Den an den Füßen anzugreifen würde gar nicht so viel Sinn machen. Weil er da tatsächlich ordentlich Verteidigung drauf hat. Ihr seht die. Ah shit, meine Waffe ist kaputt. Ihr seht an den Beinen den Schutz, den er hat, der dann wirklich auch dafür sorgt, dass wir ihn dort nicht wirklich angreifen können. Sag mal so, es wird jetzt kein leichter Kampf, aber ich glaube, wenn wir diese Strategie fahren, auch kein besonders schwerer. Ritterschwert. Von unserem Freund, dem Hinox. Okay. War eine neue Nahkampfwaffe. Doch nicht. Wie komme ich denn jetzt darüber? Wir müssen natürlich, wir dürfen natürlich nicht werden mit unserem Schaden. Eine unserer Lanzen ist platt. Aber wir haben ja noch genügend. Und ich glaube, ich werde auch so weit gehen, meine ganzen schwachen Waffen für diesen Hinox zu verschwenden, zu verwenden. Weil, wie gesagt, also ich habe im normalen Abenteuer wirklich super selten diese die Module genutzt. Ich habe also auch wenig Stasis benutzt. Aber ich kenne diese Combo für den Hinox, die, wie ihr seht, wirklich euch den wirklich sehr einfach macht. Deswegen, also wenn hier jetzt noch andere Gegner dabei wären, was ich übrigens gar nicht nachgeguckt habe in meiner Großkotzigkeit, dann könnte das durchaus schwerer werden. Aber so allein ist ein Hinox nicht wirklich problematisch, wie ihr seht. Wir haben, glaube ich, genauso viele Waffen raus, wie wir reinbekommen haben. Und wir sind auf unserer kleinen, einsamen Schreininsel alleine unterwegs. All alone, baby. You and me and fly high. Alright, alright, alright. wir schauen uns natürlich um, denn ich habe, als ich den Kampf mit den Hinox angefangen habe, irgendwo Palmfrüchte gesehen, die ich hier nicht verschwendet wissen will. Das war hier oben, glaube ich, ne? I am the Monkey Link! I grabbed the coconut out of the tree! I have grabbed the coconut out of the tree! Irgendwie habe ich gefühlt, dass hier was Metallenes ist. Ah, das wäre natürlich ein guter Anfang für den Kampf gewesen. Die Metallkiste auf den Hinox klatschen zu lassen direkt am Anfang. Pro-Tipp. Oder Anfängertipp. Oder ein Tipp für euch, wenn ihr das später spielen wollt. Oder einen Second Run machen wollt. Oder das Ganze im Hard Mode spielen wollt. Also im tatsächlichen Hard Mode. Denn jetzt mit dem neuen DLC ist natürlich auch der Hero Hard Mode dieses Spiels raus. Das heißt, ihr könnt jetzt das Abenteuer mit richtig schwerem Scheiß spielen. Da ist ein Leunel direkt am Anfang auf dem Anfangsplateau. Und holy shit! Und auch da könnt ihr hier in dieses
in dieses Schwertding rein und das soll wohl auch anders sein, habe ich mir sagen lassen. Das sind doch noch Dinger, ich wusste das doch. Irgendwo hier ist ja eine Palmfrucht gewesen. Ich glaube, ich spinne. Aber hier setzen wir jetzt mal die Axt ein. Ich würde gerne wissen, ob ich irgendwann eine neue Axt bekomme. Oder ob sich meine Axt, wenn man die wirklich nur für solche Sachen benutzt, hält so eine Axt wirklich lang. Da mache ich mir also eigentlich gar keine Sorgen. Die wird noch ein bisschen halten, aber irgendwann ist die auch kaputt. Ich nehme mal Holzbündel mit, weil wer weiß, wann ich das nächste Mal zum Kochen komme. Okay, Leute, es geht weiter. Wir können immer noch nicht kochen. Und deine Mutter auch nicht. Oh! Gott, ich habe so einen Schiss vor dem, was jetzt kommt. Was ist das? Kommt aber kein Endgegner oder sowas, ne? Oh, bitte lass keine Endgegner in dem Ding kommen. Ich weiß nicht mehr, wie die gehen. Auserwählter des Schwertes, du hast die Prüfung gemeistert. Nee, habe ich nicht. Die Macht dieser Waffe hat sich dir auf ganz neue Weise offenbart. Schreite voran, o Held. Berühre das Masterschwert. Bekommen wir das Masterschwert? Weil es wäre cool. Oh, das ist die Musik von den Schreien. Das ist voll cool. Ich mag die Musik. Ich finde die irgendwie beruhigend. Das ist aber auch gefährlich. Man kann hier doch relativ krass runterfallen. Mit den nackten Füßchen da auf den Stein. Boah. Oh. Alter. Leute mit Höhenangst sind hier aber echt bedient, oder? Habe ich zum Glück nicht. Aber was ist denn, wenn ich hier runterfalle? Bin ich dann auch tot, oder? Was gibt mir das Master? Kriege ich das Masterschwert für den Rest der Prüfung? Oder ist das ein Abschnitt? Oder was ist das? Warum kam das jetzt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Warum bekommen wir jetzt einen Ladebildschirm? Werden wir jetzt rausgeschmissen oder... Oder wie? Oder was? Oder wem? Hä? Das sind doch 45 Ebenen. Bist du ja wieder. Du wirkst stärker als zuvor. Das Masterschwert sollte nun ebenfalls über größere Stärke verfügen. Oh! Von 30 auf 40. Nach der Prüfung des Schwertes ist dein Licht stärker geworden. Das ist natürlich cool. Wenn du noch mehr Stärke suchst und dich der Prüfung erneut stellen willst, dann stecke es zurück in seinen Sockel. Hä? Du hast einen Teil der Prüfung bestanden und beherrschst das Masterschwert nun besser als zuvor. Damit ist die Prüfung des Schwertes aber noch nicht vollständig beendet. Deine Reise auf dem Weg zum wahren Licht des Masterschwerts geht weiter. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel speichern. Okay, ich will natürlich weitermachen. Welcher Prüfung möchtest du dich stellen? Der fortgeschrittenen Prüfung. Aber ich verliere doch jetzt nicht meinen ganzen Kram, den ich gesammelt habe, oder doch? Weil das hat mir eine ganze Menge gekostet, diesen Shit zusammen zu sammeln. Eigentlich würde ich gerne damit wieder anfangen. Weil wie viele Ebenen waren das jetzt? 12? 13? Das ist ja nun nicht so viel. Wir fangen wieder mit nichts an. Auserwählter des Schwertes, im Namen der Göttin Julia sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen.
Es fehlt dir noch an Stärke, um das wahre Licht des Masterschwertes zu entfesseln. Überwinde alle Fairness dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stellen. Dies ist ein Ort der Illusionen, der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Ja, aber ich wollte das ja nicht. Auserwählter des Masterschwertes, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfessle sein wahres Licht. Ah, Schwertprüfung 2. What the hell? Ich bin noch nicht mal im Level. Ich werde schon beschossen. What the fuck is wrong with you? Okay, ich habe also tatsächlich wieder nichts. Also es ist nicht eine lange Prüfung, sondern es sind mehrere in Abschnitten unterteilt. Dann hätte ich voll viele Waffen nutzen können, verdammt! Wisst ihr, wie viel fucking Bögen und Schwerter und so ein Kram? Warum kriegt man für den Hinox die Ritter, ein Ritterschwert und ein Ritterbogen und ein Ritterschild? Wofür? Das ist total sinnfrei. Das war die letzte Ebene. Fuck! Das macht's nicht einfacher. Ich habe keine Item. Okay. Wie soll ich jetzt an irgendwas drankommen? Oh, okay. Ich hab's. Der hat eine Axt. Eine Axt will ich. Wo ist meine scheiß Axt? Da ist ein Bogenschütze. Ist natürlich doof. Wenn ich den jetzt treffe, fällt er runter. Das ist natürlich nicht meine Absicht. Ich hab schon mal einen Bogen. Da oben ist ein Pfeil. Da sind mehrere Pfeile. Ich will die Pfeile. Hallo? Mann, ich hasse Windtempel. Hallo? Ich kann die in der Luft nicht sammeln. Hier natürlich auch sehr smart gemacht. Wenn man da euphorisch dran kloppt, explodiert einem dieses Fass im Gesicht. Pfeile. Das ist natürlich gar nicht mal schlecht zu wissen, dass man zwischendurch komplett aus dieser Prüfung raus kann. Dann braucht man ja nicht ganz so sparsam sein in aller Ernsthaftigkeit jetzt. Du kriegst mich nicht von da aus, aber ich krieg dich. Schade. Oh, der hat sogar den Bogen fallen lassen. Sehr gut. Da warten zwei Moblins auf mich. Okay. Bockoblins, Entschuldigung. Ich werde diesen Fehler noch sehr häufig machen. Gewöhnt euch dran. Okay. Was erwartet mich da unten? Glaube ich gar nichts, ne? Da wäre ich nur Ziel. Okay, was sagt... Okay, wir haben einen Bogen, 10 Pfeile. Wäre gut, wenn wir uns zumindest einem der beiden, zumindest dem mit dem Schild, entledigen könnten. Weil wir bekommen ja gleich den besseren Bogen. 1, 2. Und damit ist Ruhe im Puff. Und Ruhe auf der Ebene. Denn das war's. Wir haben ein ganzes Plateau gar nicht gesehen. Also für diese Ebene wahrscheinlich auch ein relativ guter Tipp, sich sofort an die höchste Ebene zu machen, weil ihr da auf nicht so viel Widerstand stößt und ihr außerhalb des Feuertypen da seid, was natürlich auch hilft. Und ihr schon mal ein paar Items bekommt, die ihr sonst nicht hättet. Den Bogen unbedingt, Soldatenbogen. Wow. Ein Bogen mit 14 Schaden. Nice. Denn hier unten, wenn ihr hier unten angefangen hättet, ja, dann würde euch sofort eine Bocklanze zur Verfügung stehen. Aber ihr seid natürlich auch primär Ziel für den Kollegen da oben mit seinem Feuerbogen, der euch immer noch treffen kann. Und
Ihr würdet wahrscheinlich zuallererst dann hierhin fliegen. Und damit direkt drei Moblins in eurem, drei Bockhoblins in eurem Fadenkreuz haben. Ohne Bogen. Nur mit dieser Bocklanze. Das muss nicht unbedingt sein. Es wäre natürlich gut zu wissen, wie viele Ebenen sind's, bevor wir die Ruheebene bekommen. Und oh mein Gott! What the frick? Hier ist auch noch Magic, die habe ich genau gehört. Hier helfen mir die Bomben natürlich auch relativ wenig, vor allem auf so engem Raum. Boah, shit, ich bin hier gleich... Wow! Oh, der Magic-Typ ist auch noch hier. What the fuck? Okay, es wird definitiv schwerer. Wow. Oh Gott. Meine Items, meine Items. Come on, oh Gott. Mieses Scheiß. Okay, Parasegel. Dieser Scheiß-Typ hier noch einmal trifft, dann flippe ich aus! So. Wir haben wieder eine Lanze, sehr gut. Ist er tot? Jetzt haben wir natürlich dafür auch den Feuerstab nicht bekommen. Ach, man kann hier gar nicht runterfallen. Ich dachte, man fällt da runter. Falsch gesehen, ja. Zu spät. Dass man auch sofort so auf den Sack bekommt. Ich bin gerade erst da. Sofort, ja, Moblin in dein Face, Magic-Typ dabei, alles gut. Du kannst das schon. Wie sind die drauf? Wie sind die drauf? Verdammten Psychopathen. Der Grund, warum ich jetzt hier nicht so viel meine Bomben nutze, ist relativ simpel. Ich zeige es euch auch gleich gerne, was mein Problem sein wird. Wenn ich hier Bomben benutze, wie die hier, passiert das. Die sind nämlich leicht, das heißt, die fliegen und sind dann außerhalb meiner Reichweite leider. Deshalb versuche ich möglichst keine Bomben zu benutzen, sondern tatsächlich das an... Der hat sich aber nochmal gerettet, oder? Der ist nicht tot. Doch. Das ist mit Sicherheit nicht so gedacht. Das kann nicht so gedacht gewesen sein. Das ist mit Sicherheit nicht smart, dass ich die so einfach gekillt habe. Weil durch einen normalen Bogenschuss getötet, kann eigentlich nur bedeuten, dich erwartet irgendwo noch was, wo du diesen verdammten Feuerstab gebraucht hättest. Mit Sicherheit. Ich kenne doch die Sadisten bei Nintendo. Aber ansonsten geht mir hier, glaube ich, auch kein Item flöten. Ich glaube, ich habe überhaupt gar nichts verpasst an Items. Hier liegen einfach... Oh, wait. Wait. Aber da komme ich überhaupt nicht dran, oder? So hoch komme ich mit der Luft gar nicht. Shit. Ha. Was? Ah, Moment. Moment. Apropos fliegende Bomben. Die kommen nämlich ein Stück höher, glaube ich, als ich, oder? Die müssen ja eigentlich nur so hoch kommen wie ich, weil dann... Poof! Aha, ein Eisfojelschwert. Mit 15 Schaden. Gar nicht mal übel. Ich glaube, die halten nicht viel aus, die Schwerter. Also alles von den Orni, glaube ich, hält nicht viel. Die Bögen, glaube ich, sogar auch nicht. Aber wir haben uns. Okay. Ich glaube, wir haben auf dieser Ebene alles.
lasst uns weitergehen, damit wir wieder direkt von Gegnern bombardiert werden, ohne uns die Situation angucken zu dürfen. Vielen fucking Dank! Okay, also wir sehen, wir bleiben weiter im Wind-Theme. Wer schießt jetzt direkt auf uns? Ich höre doch schon wieder, dass irgendwo ein Bogen gespannt ist. Da, die sind doch alle bekloppt da hinten. Sehe ich doch schon. Aber da ist, glaube ich, relativ wenig los. Also gehen wir erstmal hier hin, damit erstmal Ruhe im Karton ist. Wow, oh, Bombenpfeile, okay, okay. You are nuts, man, you are nuts. Alter. Frick. Ah, irgendjemand hat einen Elektrobogen. Der Typ nervt. Und hat einen Eisbogen. Irgendwie müssen wir den ausschalten können. Ja. Dafür bekommen wir jetzt zwar den Kram nicht, aber die anderen sind auch nicht mehr in derartiger Alarmbereitschaft. Oh, da ist der Elektrobogen. Okay. Da ist der Bombenbogen irgendwo. Das sind aber eine ganze Menge, die ich hier ausschalten muss. Okay. Was haben wir denn? Der Bockbogen ist fast kaputt. Dann haben wir aber noch genug. Ich werde also jetzt erstmal den hier nehmen, das hier wegwerfen. Wir haben Feuerpfeile im Prinzip. Die werden wir aber jetzt erstmal nicht nutzen. Okay, let's do this! Okay, wir sind absolutes Ziel für die Bombenpfeile hier, deswegen bleiben wir jetzt nicht hier. Okay, drei. Jetzt die Typen. Oh, der, das war nicht der Bombenpfeiler oder haben die mehr als einen? Der ist unten. Der hat uns noch gar nicht gesehen. Und dank unserer kleinen Bogenaktion, wo wir den Schützen ausgeschaltet haben. Ah, dammit! Verdammt! Nicht so schreien, ich höre nichts. Duo Exhal-Bumerang, jawoll. Jetzt kriegen wir die fetten Waffen. Das heißt, irgendwann sind die Gegner wahrscheinlich auch ein Stück fetter. Aber das waren natürlich jetzt zum Teil auch rote Bockoblins. Also die einfachsten, die man bekommen kann. Oh, Edelwild, gut. Gut. Gut, gut. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Ich mag dieses Windprinzip, um zwischen Plattformen hin und her zu fliegen, um dann Gegner auszulöschen. Finde ich ganz cool. Macht es natürlich wesentlich einfacher, mit Bögen zu arbeiten und so einem Kram. Das ist halt nur ein Bockbogen, aber besser so als gar nicht. Okay, der hat, glaube ich, die Elektropfeile gehabt, ne? Alte Schweinebacke, komm her. Okay. Der Kollege da drüben hat uns noch nicht gesehen. Da würde ich auch gerne bei bleiben, wenn es geht. Geht das? Kann ich mich dem anschleichen? Weil der geht seiner Wachpostenfunktion gerade sehr gut nach. Und da der Bockoblin ist, verdient er ein Speer im Arsch. Und dafür gibt es eine Exhal-Lanze. Geil. Das dürfte es gewesen sein. Ich habe immer noch so diese Tendenz, bei den Gegnern zu bleiben, weil die natürlich im Abenteuer auch Items droppen. Hier nicht in dieser Herausforderung. Schade eigentlich, weil dann könnte man sich auch Monsterheilmittel machen. Von denen ich noch weniger Ahnung habe. Oh, da gab es Elektropfeile. Zwei Stück. Immerhin. Wow, ich habe eine relativ fette Anzahl an Pfeilen. Feuer, Eis, Elektro, Bomben. Wird uns im späteren Verlauf sehr weiterhelfen, denn ich liebe mit Pfeilen zu arbeiten. Da bin ich sehr elbisch, was das angeht. Ah, ich hätte ohnehin nicht hier oben drauf gekonnt, sehe ich gerade. Jetzt ist die Frage, da hinten ist eine Kiste. Die ist metallisch. Aber erreiche ich die von hier unten? Ist noch eine ganz andere Frage. Weil ich kann die natürlich auch... Ich kann versuchen, die Plattform
Ja, werde ich auch müssen. Ich komme nicht dran. Ich kann versuchen, die Plattform so abzuschießen, dass die Kiste hier bei uns unten auf die Plattform fällt. Aber kann ich das wirklich? Ja, kann ich. Aha. Victory. Victory. Elsternlanze. Ich weiß nicht, was das heißen soll, die Handhabung im Flug. Weil ich kann die trotzdem doch im Flug nicht benutzen. Nett. Ich kann diesen Move machen. Aber das war's. Also, ich bin von den Orni-Materialien, also von den Orni-Waffen, nicht so beeindruckt gewesen im Abenteuer. Hier nehme ich sie gerne. Ist natürlich auch mal eine Gelegenheit, mit Waffen zu kämpfen, mit denen man sonst nicht so kämpft. Aber ich glaube, schlechter sind nur die Krog-Waffen. Also ihr kriegt ja auch ein Krog-Schild und ein Krog-Schwert und ein Krog-Bogen, glaube ich, auch. Ey, mein Kaffee ist alle, das geht nicht. Erinnert mich mal daran, dass ich bei der nächsten Ebene... Ist das ein Wächter? Das ist ein Wächter da oben. Oh, shit. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Das Interessante an Wächtern ist, solange man fliegt und sich bewegt, können die einen so ziemlich gar nicht treffen. Ein anderes Problem, was sich ergibt, ist, ich habe nichts, um einen Wächter zu killen. Da das ein Problem werden könnte, nehme ich jetzt mal den stärkeren Bogen, Elektropfeile. Weil Elektropfeile gut sind, um Wächter auszuschalten. Und dann nehmen wir mal eine unserer fetteren Waffen. Um geringfügigen Schaden zu verteilen. Oh, andere Pfeile. Ich weiß nicht, was andere Pfeile bewirken. Scheiße. Okay, dasselbe. Das ist gut. Oh, das war's. Geil. Und das war der einzige Gegner in diesem Raum. Woo. Schade, dass ich dafür beide Elektropfeile versemmelt habe. Weil ich kenne die Wächter tatsächlich nur... Ich weiß nur, oder wusste bis jetzt nur, wie sie auf Bombenpfeile, Elektro und natürlich auf Wächterpfeile, wie heißen die, Energiepfeile, wie die auf diese Pfeile reagieren würden. Nicht aber, wie sie auf Eis- oder Feuerpfeile reagieren würden. Ich habe mich gerade weitergebildet in diesem Spiel. Because knowledge is power. And also have the battle. And also your mama. Okay, an die kämen wir jetzt tatsächlich auch nicht einfach so ran. Aber was wir machen können ist, wir können uns unseren Bogen nehmen. Wir nehmen natürlich jetzt mal wieder eine der schwächeren Bögen. Am besten wirklich den sehr schwachen. Und ein Feuerpfeil. Denn diese Plattform ist aus Holz. Die fängt also Feuer und lässt die Kiste runterfallen, die wir haben wollen. Zack. Noch ein Soldatenbogen, sehr gut. Damit gibt's ordentlich Pfeil-Damage. Oder wie wir Fachleute sagen, Arrow-Damage. Oh, da ist noch eine. Metallkiste. Kann ich an die nicht wirklich mit dem... Da, komme ich doch so ran. Aber ich kann sie wegen der Ballons nicht wirklich runterziehen. Das ist auch sehr interessant. Aber, wow, hallo? Komm zurück. Moment. Was habe ich getan? Kann ich versuchen, einen der Ballons zu zerschießen? Nur damit das Ding ein bisschen an Höhe verliert. Vielleicht auch noch einen zweiten. Okay. Jetzt wäre es gut, wenn das Ding nicht runterfallen würde. Das fände ich zumindest extrem cool. Oder wenn es sich ein bisschen beruhigen würde, das wäre auch cool.
Oh mein Gott! Ich weiß genau, dass wenn ich das jetzt abschieße, ich null Chance habe, dass jemals wieder zurückkommt. Komm schon, Baby! Okay, no risk, no fucking fun. YOLO strats. 360 no scope oder whatever die Kids heute so sagen, die coolen Kids. Also nicht ich. Ach, natürlich. Ach, natürlich. War bestimmt nichts Wichtiges drin. Bestimmt nur eine coole Waffe oder so. Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt unseren Ruheraum bekommen. Korrekt? Ja, absolut. Liebe diese Ebenen. Wirklich, wirklich cool. Und hier ist es Ebene 5. Ich glaube, in dem anderen ist es Ebene 7 sogar gewesen. Also es ist hier sogar noch ein bisschen eher. Auch hier gibt es wieder eine Fee. Deswegen immer vorsichtig, nicht direkt rein rushen und alles holen. Gibt auch eine neue Axt für uns. Die werden wir uns gleich holen, nachdem wir sie hier benutzt haben. Fleisch für mit auf den Weg. Holzpfeile. Schwert und Spurt. Was gibt es noch? Das kann doch nicht alles hier gewesen sein. Rüstlinge. Hyrule Barsch. Sind natürlich so ziemlich die simpelsten und schwächsten Fische, die man haben kann. Weil die einem praktisch gar nichts dazugeben. Also die sind halt für Herzen. Nicht, dass wir Herzen brauchen würden. Okay. Wir gucken uns noch ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir ja hier auch mal ein Ei. Auf jeden Fall nicht hier. In meinem vergangenen Leben war ich im Holzfäller. Geiles Geräusch. Die Baumstämme ins Wasser fallen. Achso, nicht, dass ihr mich jetzt hier als Nature-Hater oder sowas abstempelt. Im Gegenteil. Aber es geht in dieser Herausforderung um Ressourcen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, das ist zumindest meine Theorie, dass wir, also dass die Ebenen, die Abschnitte, in denen wir immer wieder raus müssen aus dieser Mission, dass die immer ungefähr gleich sind. Da gehe ich zumindest von aus. Und deshalb versuche ich jetzt, mich so fett auszurüsten wie möglich, weil ich mir denke, dass im nächsten Teil ich halt alles wieder raushauen kann. Mr. Falcon Bogen. Mr. Falcon. Ha! Verteidigung! Wir bekommen Klamotten! Es tut mir leid, liebe Zelda Creeps da draußen. Aber auch nur eine Hose. Okay, also wir bekommen Klamotten, wow! Wir bekommen Klamotten. Vans. Endlich eine Hylia-Hose. Weg ist die Badehose, da ist die Hylia-Hose. But he's still naked, ladies. Okay. Holzfäller-Axt. Ganz wichtig. Nicht vergessen. Noch wichtiger als diese Axt. Noch viel wichtiger als diese Axt ist Kochen. Ich werde das nicht nochmal vergessen zu kochen. Aber was? Was haben wir denn? Wir haben ein Schwertling, drei Schwertbananen und ein Edelwild. Das schreit nach fettem Angriffsplus, fettem Lebensplus. Bam! Dieses kleine Jingle bedeutete gutes Rezept. Du hast ja gut gemacht. Und wir haben Kraft, Fleisch, Spieß, der uns ordentlich Attack Power abgibt.
Was haben wir noch? Ein Rüstling für Verteidigung. Da nehmen wir mal 3 Stück von. Aber wir haben leider auch keinen Rüstbarsch oder sowas. Das heißt, wir nehmen einfach 3 davon, 2 hiervon. Und sagen dann, Verteidigungspfanne. Abwehr Fleischspieß. 7 plus Level 2, 3, 30 Verteidigung gibt es dazu. Gut, gute Ausgangsposition. Ich mache noch einen Hyrule-Teller mit 3 Hyrule-Barschen und ein bisschen Hyrule-Pilzgemüse dabei. Sollte uns ein bisschen was zumindest an... Ist wahrscheinlich ein Fischspieß. Ja, mit Pilzen. Okay, gibt uns ein bisschen Verteidigung dazu. Das ist in Ordnung. Dann ein Edelwild plus 2 Eicheln plus 2 Äpfel. Um uns ein fruchtig, knackiges, fettes Wild zu geben. Auch ein ordentlicher Fleischspieß. In Ordnung. Ein bisschen was haben wir noch. Was ist, wenn wir den Spurtlotus mit dem Fiddling zusammen und dann packen wir die 2 Hyrule-Pilze dazu? Fragezeichen. Ich koche jetzt alles, weil ich davon ausgehe, beim letzten Mal wollte ich ein bisschen was sparen. Pilzspieß, okay. Wollte ich ein bisschen was sparen, um in dem nächsten Ausruhraum mehr kochen zu können oder besseres kochen zu können. Wie sich rausstellte, ist das irrelevant. Weil ich ja rausgeschmissen werde nach einer gewissen Zeit. Ich brauche also gar nicht alles zu sammeln, sondern ich kann alles ordentlich aufkochen. Jawoll, 10 plus 3. Mit Liebe gegrillt. Ihr Ficker. Okay, was haben wir? Wir haben was für ordentlich Angriff, ordentlich Verteidigung. Muss man natürlich im richtigen Moment einsetzen. Und wir haben einiges, um unsere Energie wieder aufzufrischen. Davon werden wir jetzt das Fetteste schon mal benutzen. Damit wir eine gute Ausgangslage haben. Zack. Wir haben noch eine Fee mit und einen Rüstling, wegen mir. Wir haben endlich eine Hose. ordentlich was an Schilden, und zwar ein Holz- und 2 Metallschilde, was ich auch gut finde. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir irgendwann mal auf Blitze treffen werden, wo uns dann nicht so viel dieses Metall helfen wird. Deswegen nehmen wir ab jetzt mal den Soldatenschild. Wir haben ordentlich Bögen, wirklich eine Menge. So viele, dass ich mich jetzt schon traue zu sagen, wir werfen den mal weg. Der stört. Ist auch schwer, irgendwie das Ganze zu tragen. Nehmen schon mal den Stachelbockbogen. Und wir haben sehr wenig Waffen für diesen Run. Es könnten wesentlich mehr sein. Wir hatten auch schon wesentlich mehr. Und rüsten uns jetzt mit einer Lanze aus. Aber die ganzen Waffen, die wir haben, haben eine gute Haltbarkeitszeit. Also die 2 Sachen, die halten auf jeden Fall ordentlich lang. Und teilen auch ordentlich Schaden aus. Ich bin mir sehr sicher. Ich freue mich über das, was wir bekommen haben. Wir sind relativ weit gekommen. Und ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Part, ein erfolgreiches Eintauchen in die Verrücktheit der Nintendo Programmer. Und wir machen beim nächsten Mal natürlich weiter. Gefällt euch dieses Video, dann zeigt es mir mit einem Like. Ihr könnt es natürlich auch teilen mit Freunden, Familien, Bekannten, fremden Leuten oder Leuten, die ihr hasst. Denen ihr was sehr, sehr Schlechtes antun wollt. Ihr könnt mir in die Kommentare auch eure Erfahrungen mit diesem Modus mitteilen, weil mich das wirklich interessiert. Ich sage auch keinen Scheiß, ich lese echt meine ganzen Kommentare, mag die Kommentare und lese mir den Kram auch wirklich gerne durch. Abonniert, wenn ihr es noch nicht habt, um dieses Let's Play zu verfolgen und um alle anderen Videos zu sehen, die das Nintendo-Herz höher schlagen lassen. Wir sehen uns im nächsten Part, der kürzlich nach diesem Part erscheint. Ich habe keine regelmäßige Upload-Rate, aber Let's Plays kommen bei mir immer ruckzuck, weil die filme ich, die mache ich fertig, die lade ich euch hoch, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Link pennt schon ein. Okay, ist ja gut, Alter. Wir spielen ja schon gleich weiter. Bis zum nächsten Part, euer Why the Time.